Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir schauen uns Yo Olli District an von Mizeps. Jetzt zieht er natürlich auch mit und diss den jungen Mann. Ich möchte aber mich ganz kurz zu dem letzten Video zu Reportagen äußern. Ja. Es gab nämlich so gewisse Sachen wie zum Beispiel Pädophilie und Grabschereien und bla bla bla. Und ich vor diesem Video zur Reportage, ich habe das Video auch nie gesehen, ich gucke mir die Videos nie an, weil sonst ergibt für mich Reaction keinen Sinn. Deswegen, ich brauche mich da auch nicht zu erkundigen, weil ich höre Musik und ich möchte das so haben, dass die Musik mich überwältigt, ja. So wie zum Beispiel The District von SpongeBob gegen Gio, der hat mich einfach überwältigt. Natürlich habe ich nichts in dem Video geglaubt, nicht wie viele da draußen, die wirklich dachten, dass Gio ein Kinderschänder wäre, etc. pp. Aber was will ich damit sagen? Also, zuallererst, ich habe keine Beweise gehabt und dazu möchte ich mich gleich sofort äußern. Ich habe keine Beweise gehabt oder sonst irgendwas gehabt, ob Yo Olli tatsächlich ein Grabscher ist, ich weiß nicht, Pädophiler ist, keine Ahnung, Pädophiler ist sowieso ein sehr hartes Wort, da ist für mich sowieso schon die Welt ganz anders, also ich sehe die Welt auch ganz anders, wer pädophil ist, ist für mich ein Todesfall, ja, das heißt, der Mensch, ja, ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau spielt keine Rolle, vergewaltigt ein Kleinkind, ist für mich einer, der gehört nicht mehr ins Gerichtssaal oder ins Gefängnis, sondern gehört ins Gerichtssaal und dann von der Schießungskommando, ganz einfach. Die Sache ist aber die, mich hat aber eine Person angeschrieben, über Instagram, ich werde über die Person natürlich nichts sagen, und die hat mir so ein bisschen die Sachlage erklärt. Ich habe der Person, also ich bin so ein bisschen skeptisch, soll ich ihr glauben oder nicht, aber sie hat mir eine wirklich sehr, sehr krasse Sache geschildert, in Bezug auf ein Video, das auch Yo Olli gelöscht hat, und da kam diese Person nämlich vor, und der Yo Olli hat sich quasi etwas rausgenommen, was man eigentlich nicht tut. Und das ist wirklich in Richtung nicht nur Grabscher, sondern das war schon so in Richtung sexuelle Belästigung. Jetzt ist es so, ich habe die Person gefragt, warum zeigt sie denn den Yo Olli nicht an? Ja, weil das wäre dann nämlich ein Beweis, ein belastbarer Beweis gegen den Yo Olli. Da kann man den jungen Mann auch wirklich zerficken. Sie sagt aber, sie fürchte sich davor, sie ist sehr jung gewesen, ich konnte jetzt nicht genau aus dem Instagram entnehmen, wie alt sie ist, aber ich konnte auf den Fotos sehen, dass sie wirklich jung ist. Ich schätze mal, irgendwo zwischen 15 und 18, irgendwo zwischen. So, und sie sagte, sie hat Angst, sie hat aber schon mal mit der Mutter gesprochen. Ja? Und die wollen sich da anscheinend entscheiden, wie sie dagegen vorgehen. So weit kann ich das sagen. Und deswegen ist das für mich zumindest ein Beweis, wo ich dann sage, okay, der Diss ist gerechtfertigt. Und das wollte ich erstmal loswerden, bevor ihr sagt, Alter, befass dich mit dem Thema. Yo, hab ich. Aber wir hören uns mal den Diss an. Jetzt habe ich 3 Minuten verplempert. Weißt du, was passiert, wenn sich die besten Rapper auf YouTube zusammenschließen und einen Track gegen einen YouTuber machen? Okay, mit der Aussage verbinde ich jetzt so, dass Mizeps sich so gesehen mit Reportagen zusammengeschlossen haben. Das heißt, die gehen jetzt gegen diesen Yo Olli vor. Das ist dein Ende, Digga. Gib es ein Instagram für Kindergartenkinder, dann wär Olli gleich der Erste, um die Kinder drin zu... Denn der Olli wurde durch Snaps und dieses Tinder so behindert, dass der große Frau nicht klärt, sondern nur minderjährige Kinder. Okay, das ist auch so ein Vorwurf, oder ich sehe das jetzt nur als Vorwurf, okay? Ich versuche mich das so ein bisschen pädagogisch heranzutasten, ne? Es ist für mich irgendwie so ein bisschen Vorwurf. Ob das jetzt wahr ist, weiß ich nicht. Ich sag das nochmal. Ich versuche mich rapmäßig die Sachen zu betrachten oder zu erklären. Es ist halt so ein krasser Vorwurf, was wiederum auf den District hingesehen ist, ist das einfach geil. Ja? Districts-mäßig ist das gut. Yo Olli, wo ist dein Niveau, Olli? Du bist nur der Hallo, ich Kinder in den Po, Olli. Ich mach das die kleine Nutte, Olli, was twirkt und lass ihn blauen. Und ich bezahl ihn mit nem Hollister-Shirt. Fick nicht mit der Gemeinde, gib dir Slaps in deine Fresse. Und du Bitch gehst von alleine, wie mit Exosuit-Skeletten aus dem Weg, Digga. Wir sind keine Promis, wir sind Hooligans. Was mich gerade auch so ein bisschen interessiert ist, wie hartete das Ganze aus?
Wie kam es dazu? Das würde mich eher interessieren. Falls ihr da so mehr so ein bisschen Background-Wissen habt, könnt ihr mir das sagen, weil ich bin auch nicht in der Community von MyZap unterwegs. Ich bin auch nicht mit der Community von Reportagen unterwegs. Deswegen kann ich da dazu nicht so viel sagen, weil meine Community hat sich gerade so ein bisschen irgendwie in ganz andere Richtung geschlittert. So. Und deswegen kann ich da mich nicht zu äußern, wie überhaupt das zu dem Ganzen gekommen ist. Und jetzt irgendwie den ganzen Tag dafür zu opfern und sich da zu recherchieren, ist für mich wirklich viel, weil ich bin halt erwachsener Mann, ich habe Arbeit, ich habe Familie und dann mache ich auch nur YouTube nebenbei. Ja, und wenn ihr da wirklich wisst Näheres Bescheid, wäre es cool natürlich, wenn ihr mir das schreiben könnt. So ein paar Sätze. Und ich red nicht von Fußball, wenn Jo Oliver paar Kugeln fängt. Du findest kleine Mädchen geil aus Prinzip und schickst den Asimemos, als wärst du bei 385i. Ja, geiler Vergleich. Mit Neid, lieber schneid ich mir. Schöner Vergleich, wirklich. Den Sack ab, Kid, als Bitches durchzuficken, die noch in der 8. Klasse sind. Sehr schöner, kurzer Part, war sehr gut. Sehr, ich sag mal, sehr gut, also in Bezug auf Angriff auf den jungen Mann, ja. Ich sag das nochmal, ich weiß nicht die Vorgeschichte. Ich kann nur auch anhand dieses Bildes von dem Mädchen entnehmen, das mir wirklich geschrieben hat, so kann ich so ein bisschen entnehmen, dass sie jung ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und alles andere denke ich wohl, wenn sie Anzeige erstellt oder macht, da wird sich das alles andere klären und ich denke, dann ist der Yo-Oli-Geschichte. Ja, soweit, so gut. Alles klar, danke, wir sehen uns. Ciao.